Man kriegt zum Beispiel einen Angreifer mit seiner Faust oder irgendwas von vorne. Und wie das eben so im Tai Chi ist, nimmt man das sanft und lenkt das an sich vorbei. Ja? Und da gibt es eben ein Gleichnis in Bezug auf Meditation, auf Atemachtsamkeit, dass man die Achtsamkeit eben so stark fokussieren soll, dass sie eben so ein nicht zu viel und nicht zu wenig ist. Und dieses nicht zu viel und nicht zu wenig ist mit dem kleinen Vogelgleichnis. Man hält die Achtsamkeit so, dass ich weder den Vogel umbringe, weil ich ihn zu stark greife, noch so lose, dass der Vogel wegfliegt. Also in so einem Mittel, das gehört auch dieses Pulsieren, immer wieder zurückkommen, gehört ja mit zur Meditation. Und da wird man auch immer feiner mit, ja. Und wir unterdrücken unseren Geist nicht, um das weiter auf die Meditation zu beziehen, sondern wir lassen ihn zur Ruhe kommen. Ja? Also man kann relativ schnell in sehr tiefe Versenkung kommen, wenn man dahin will. Dieses Qigong und auch Ora et Labora der Benediktinermönche und sowas ist mehr eine Integration in den Alltag. Dann wird die Meditation ein bisschen gelöster, weil ich alles zur Ruhe kommen lasse. Die wird dann ein paar Jahre, Jahrzehnte später auch so tief, aber von selber. Also nicht mit Zählen oder irgendwelchen forcierten Geschichten, nicht mit dem Konzentrieren auf ein Licht oder sowas, sondern die wird mit der Zeit immer tiefer, weil man immer mehr weiß, was da war, also was für Gedanken da sind, was für körperliche Sachen, Qigong, ne? Das immer durchlässiger, immer netter wird, so dass da nichts ist, was noch eine Welle fabriziert. Also man kommt mit Körper und Geist von selber zur Ruhe. Das dauert eben. Ja? Ist nicht so intensiv. Ne? Und das Gleiche wahrscheinlich auch mit dem Arm. Also wenn mir hier jemand entgegenkommt, der mich hauen will, dann nehme ich den sanft, nicht zu doll, nehme das, gehe auch mit der Hüfte zur Seite, also nehme so ein bisschen von diesem Impuls, Kraft auf, lenke die leicht zur Seite und lasse los. Ja? Weil wenn der schon so viel Kraft hat, dann verliert der höchstwahrscheinlich sein Gleichgewicht und das ist damit gemeint. Nun vergessen wir diese Anwendung schon wieder, nur dass das nicht nur einfach so ein Wedeln ist, sondern man weiß, es ist, ich nehme irgendwas an, lenke es an mir vorbei und lasse es dann los. Und das ist ein Gleichnis, was man im täglichen Leben auch benutzen kann, wenn etwas auf einen zukommt, was man nicht sich treffen lassen möchte, also auch Vorgänge, ne? Dann kann man das sanft ablenken, also auch übertragen. Ne? Andere Seite, ein bisschen schräg so. Annehmen und loslassen. Really. Wirklich. So. Pang. Und das nächste ist wirklich unzusammenhängend, nur durch die Form eben. Nehmen und loslassen. Das ist schon alles Tai Chi für heute, weil wir nicht den Gesamtdurchgang machen. Ich nenne das wirklich jetzt Vogelgreifen. Vogelgreifen. Spatzengreifen. Das ist der Spatzenpang. Dann ist der Spatz ablenken. Ja? Nächste Woche gehen wir mit dem Handgelenk weiter. Spatzenpang. Und ablenken. That's it.
Den Durchgang haben wir letztes Mal gemacht.